Moin liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge LS19. Mich am. Nee, nicht mich am Quatsch. Wo fährt man? Let's Play. Guten Tag wünsche ich euch. Und ja, heute sind wir wieder fleißig auf dem Feld. Und zwar geht's heute hier wieder ans. Man. Naja. Muss alles gemeldet werden hier. Ist ein bisschen was Arbeit, aber naja. So, meine Frage, die ich noch habe, ist, die ich dann jetzt regeln möchte. Haben wir. Haben wir eine Heutrocknung? Was ist das hier? Strohbär-Gedöns da? Na halt, gut. Das ist ein Strohboden. Strohbläse-Gedöns. Haben wir hier eine Heutrocknung? Heutrockner. Nee. Also theoretisch bräuchten wir... gar kein Wender, denn wir können es mit dem Heutrockner alles machen. Gut. Will ich es nämlich auch sogar machen, ehrlich gesagt, weil wir jetzt in den Heutrockner und dann passt das ja. Es geht auch schon zu einem Ballpressen. Wir haben ja noch ganz viele Ballen stehen erstmal. Und nur falls würde ich sagen, kann man ja auch wahrscheinlich wie so ein Quaderballenlager oder sowas kaufen, das ist auch nicht das Problem. Dann kann man da die Ballen lagern, also zum Beispiel kein Quaderballenlager, auch Rundballenlager, kann ja alles, ist kein Problem. Und es gibt hier, glaube ich, sogar. Jetzt eine Krampusballen, ich dachte, hier zeigt alle Ballen. Noch da ist noch diverses. Egal. Brauche ich eigentlich nur noch einen Schwader hier nach erstmal. Denn was bringt uns das zu wenden, wenn wir eine Heutrocknung haben? Und die Heutrocknung ist völlig noch ausreichend für die Menge hier. Wenn wir jetzt natürlich mehr wäre, viel, viel mehr wäre. Das ist jetzt wirklich hier, keine Ahnung, 10 Felder wären, die wir mähen. Die Größe, dann müssen wir kommen, wenn wir es mit einem Verwender machen, Ballen. Aber Heutrocknung ist einfacher, geht schneller. Da können wir im Hänger die Menge rausholen, die wir brauchen für einen Futtermischer. Das geht dann einfacher. Was soll ich sagen, wenn wir machen es mit der Heutrocknung? So. Gut, gut, gut. Das lippt doch eigentlich ganz gut mit den Mehrwerken. Nein, okay, klar. Breiter wäre natürlich jetzt geiler. Für das Butterfly. Ganz echt, wofür brauchen wir ein Butterfly? Ist noch so schnell genug. Ah, die Zeit. Mehr kein Zeitdruck hier. Wenn nicht, mal einfach diesen da und dann haben wir ganz viel Zeit. Was sag ich mal, machen wir auch am besten jetzt. Nicht genug Zeit dafür. Alles zu mähen. So, fangen wir mal Radio an. Na, dann kommt wieder. Ich überlege gerade, ob wir es vielleicht noch mit CP machen lassen gerade. Eigentlich Quatsch, ist mir jetzt Curse Play, ganz ehrlich. Hab Bock zu mähen, mähen macht mir eigentlich auch Spaß. Ja, wir sagen mehr erstmal jetzt ja alles. Ich will immer noch sagen, wir machen Curse Play zum Schwaden. Ich weiß nicht, was Schwaden ich mir überhaupt holen will, ich finde den Einseiten. Ah, eins einfach kann Curse Play nicht bedienen. Müssen Mittelschwader holen. Zwei Kristalle Mittel würde ich mir holen. Zwei Kreisel wirklich Schwader. Und Cosplayer mit Schwaden fahren. So. Wieder runter und weiter geht's.
Ja, ich muss absenken. Ich habe eine schlaue Idee, erstmal abzusenken, bevor ich da reinfalle ins Gras. Der mit oben, ein bisschen schwer. Ich würde sagen, ah ne, mach keinen Helm, das ist blöd. Wieder cutten, ah, ich hab keinen Bock zu cutten, ich hab so viel, ich suche schon viel wenig Zeit. Weil ich mich hab vorher noch gar nicht hochgeladen hab, für Freitag. Wenn es eh nicht schaffe, die noch aufzunehmen zu cutten, deswegen, ich darf mir verlieren, ob ich überhaupt was geschafft bekomme. Das muss mal gemappt werden irgendwann. Also von daher, aber er wäre genug. Für mich. Na naja. Ich habe jetzt noch einen Ferienjob angenommen. Mal 40 Stunden im Monat. Nicht viel, aber es summiert sich halt doch dann die Zeit, die da fehlt. Den Hof wieder investieren und so. Weil heute am heutigen Tag habe ich 6 Stunden vom Trecker an. Nur für ein paar Hektar. Ich glaube 2-3 Hektar dazu zu sparen. Ein Grad weit dauert halt länger. Um es halt zu wenden. Nein, ist halt so. Was soll man machen? Aber was mir halt auffällt, wir haben das Stream-Overlay drin. Fuck. Jetzt kein Stream-Overlay mehr drin. So, Stream-Overlay. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir einfach nur leid. Ich würde sagen, wir machen hier vorne eine Bahn drin, ein bisschen mehr Vorwände. Hängt ab! Oh, egal. Ist aber zu schnell, fährt mehr Werk. Senken. Doof gelaufen. Übrigens, die Reifendruckregelanlage funktioniert nicht, weil er aus dem Mod abkommt. Und Giants lässt wohl das nicht zu, keine Ahnung, hat Jakob mir erzählt, deswegen müssen wir da mal ein bisschen. Muss ich dann am Anstand die Reifen drauf, dann kommen die Reifendruckregelanlage weg und dann kommen da breite Reifen drauf. Sagen wir jetzt langsam mal GPS-Kurs, dann kommen wir GPS-Main. Dann habe ich nebenbei schon mal Maschinen einkaufen für zum Schwaden und bei uns aufsammeln. ALCSTGS. Nee. Doch, so muss der Fass ab. Glaube ich. Das war nach links, das war nach links. So, dann zählen wir ihn an. Ich bin 0. Ja. Macht Sinn.
Nicht. Dazu umkehren. Open ist weg. So, aber er hat die Reiter noch nicht ganz berechnet. Was läuft für eine Breite hier? Wir haben eine Breite von 3 Meter und 3,60 Meter, das heißt 6 Meter und 6,50 Meter haben wir. Ja, 50. Machen wir Versatz nach rechts um. Drei Meter. Gut. Dann nochmal STGS nochmal. Versatz umkehren nochmal. STGS nochmal. Versatz nochmal ein bisschen. 1,50 nur. Mal so. Ja, mit GPS rum zu experimentieren ist eigentlich eine geile Sache. Okay, nochmal. Gehen wir auf die Breite ungefähr. Zwei Meter. Wenn ich jetzt fahre, müsste es eigentlich passen. So, 1,90. Dann passt das. So, gut, dann kommen wir jetzt hier mit Main und Tempomat rein und drücken wir auch am Händler. Jetzt gucken, was wir uns für einen Schwader kaufen. Schwader. Den großen Wichkorn. 52.000, also an sich so teuer ist der gar nicht. Und jetzt halt ein Seitenschwader. Bisschen blöd mit dann mit Curseblade zu arbeiten. Aber halt ganz ehrlich. Kein Land kaufen. Oder. Mal vor. Ein bisschen. Bisschen verringern den Versatz. Noch ein bisschen. So, jetzt passt es, würde ich mal sagen. Jetzt muss man auf 1,50 rüber gehen. Ja, auch auf 6,50 gestellt, klar. Eine Arbeitsbreite von... Doch, 6,50 haben wir eigentlich ungefähr. Ah, ich muss auf das Umkehren noch stellen. Wartet, verdammt, mal nicht umkehren. An. STGS, also umkehren, Ballons. Alt X, Vorwärtsgang rein und.
Let's go. Da passt, da passt. Gut, das müsste eigentlich auch passen mit Main. Können wir jetzt weiter Main. Gut, dann. Können wir das gekauft und einen Leihwagen gucken. Ah, so ein Fendlerwagen ist halt sehr teuer. Guck mal, was der kostet. Okay, der kostet noch nicht weniger. Da gehen rein 43.000, da gehen rein 42.000. Der kostet auch weniger. So ein Pöttinger. Die Krone gar nicht. Ich will nicht überlegen, die Krone zu holen, ehrlich gesagt, sogar gerade. Ich kann auch Sinn machen, dass wir uns den Krone kaufen, denn der Krone kostet zwar scheiße viel. Der Krone sieht halt noch schöner aus, aber das war halt zu schwer. Der kostet zwar viel, sieht aber auch sehr schön aus. So, kann das ist zwar viel Geld, aber da passt auch was rein. Breitreifen mit die Trelleborg. Keine. Jetzt mal kaufen seine Krone hier. Wir haben auch kein DLC hier mit drin, was oder wir können den Klassleiterwagen nehmen hier den. Der hat viel zu groß für uns. Erstmal noch. Drei Achse ist mir ein bisschen zu groß. Deswegen zwei Achse reicht. Gut, dann werden wir jetzt erstmal fertig, das Feld. Dann können wir nächste Folge Schwaden und sammeln. Und der Elfer dann Schwaden und wir fahren sammeln. Denke ich mal, ist am sinnvollsten. Übrigens, wenn er dann Schwaden fährt, können wir mal gucken, am Hänger noch. Ich will so viel kaufen. Und sowas hier halt geil, so eine Getreidemulde, die kann man einfach irgendwo drunter stellen. Fertig. Weil dieses Geschirrspann hier. Was sind 27.000, 33.000, das ist ja gar 50.000 grob überlappt, überschätzt, grob überschlagen. Und jetzt in meiner Konfiguration kommen wir auf 50.000, die wir zahlen müssten. Und wenn wir uns jetzt hier so ein Etioner kaufen, dann kommen wir auf, okay, 40 plus, muss ein, okay, jetzt der große, 55 plus 10, 50.000, kommen wir auf 60.000. Also mit der Mulde noch mehr höher. Ich würde sagen, ah, wir kaufen, glaube ich, eher einen Etioner. Da geht nämlich ein bisschen mehr rein. Ein Etioner. Vor allem, wir haben halt den Vorteil, wir können sagen, wir machen Gülleaufbau drauf. Und sagen, wir fahren damit dann Gülle zubringen oder so. Das ist viel flexibler, wir sagen, wir machen dann eine Mulde. Fahren mit Köstler in den Laden, fahren die Mulden immer hin und her. Oder. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was wir machen können. Ich sagen würde, wir kaufen jetzt irgendwann IT und dann gespannt. Das war ein bisschen Geld. Dann kriegen wir Geld ran. Arbeiten. Wenn ich jetzt genug ausgeben für Grünlandtechnik. Ohne großartig viel Grünland zu haben, außer als ein Stück hier. Deshalb ich in Grünland investieren will, noch in der Klee oder Luzerne fällt. Ich weiß eigentlich, was ich machen würde, wenn ich genug Getreide habe, nächstes nach der Ernte hier. Und eventuell dann noch in auf das Feld kann ich auch dann in Luzerne ansehen. Oh ja. Überhaupt Luzerne? Was gibt? Luzerne steht doch dabei. Mal gucken. Mal gucken, wie so Luzerne aussieht. So ist das große Problem. Ist ja nicht bei Norgen und
Klee. Aber Klee kann man auch machen, ist auch kein Problem. Kleeheu oder Kleesilage machen. Bisschen Sonder für die Tiere. Und wie bringt eigentlich Kleesilage dann? Nachtsicht ist es, ja. Das 180, Luzern ist leicht, gibt viel Geld. Zeit. Normalsilage, Maislage bringt der gerade mal. Okay, meine Maislage bringt sogar mehr. Krass. Ich gerechnet, ich hätte gedacht, dass Klee am meisten bringt. Vielleicht auch ein paar Silageballen verkaufen, dann kriegen wir pro Ball 1000 Euro. Wir haben noch einige Ballen da. Genau, mähen nochmal. Zu schnell gemäht, geht ja erst noch eine Folge. Ja gut. Hauptsache wir werden schon am Ende der Bahn. Pass auf, wie. Als hätte ich's geahnt, passt das. Als hätte ich so gewollt. Passt wie angegossen mit der Bahn. So, und fertig mit Man. Bevor ihr gefällt noch. Upsa. Gerade den letzten Streifen müssen wir noch. Oh, ich soll mal weg runter machen. So. Gut. Die letzte Bahn ist weg. Und dann. Alles zusammen und fahren den Trick erstmal vom Feld. Weiß nicht lange das Mähen, aber es ist fertig. So Leute, Mähen ist fertig. Und dann hier rein, kann ich einen Screenshot machen. Ja. Gut, haben sie den Screenshot gemacht. Dann machen wir das wieder weg. Und steigen wieder ein und fahren den Träger auch weg. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut, dann. Mehr kann ich hier vorne hinstellen. Das kommt nach vorne. Dahinter. So, gut. Wollen wir uns den Schwader mal eben holen? Ich kann gerade selber fahren mit dem fetten Schwader. Ich will zumindest falschen Schwader holen, aber in nächster Folge werden wir dann anfangen zu fahren, Leute. Wenn es gefällt, lasst natürlich immer gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Macht's gut, bis dann und Abo nicht vergessen. Ciao, Leute.